Dann würde ich sagen, ich begrüße Sie ganz herzlich, sehr geehrte Gäste, liebe Teilnehmende. Im Namen des Vorbereitungsteams darf ich Sie ganz herzlich zum Auftakt der neuen Staffel Kirche neu denken heute Abend hier bei uns im virtuellen Raum begrüßen. Es freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das Bistum Mainz geht ja durch viele Veränderungen, auch durch turbulente Zeiten. Sie wissen sicherlich, vergangene Woche wurde die EVV-Studie zur Aufarbeitung, zur Aufdeckung sexualisierter Gewalt im Bistum Mainz veröffentlicht. Heute ist die letzte Synodalversammlung, beziehungsweise hat die letzte Synodalversammlung begonnen in Frankfurt. Es sind Zeiten, in denen sich viel bewegt in Kirche. Und da schließen wir uns sozusagen auch an mit einer anderen Perspektive, nämlich Kirche neu zu denken und heute vor allem in diakonischer Hinsicht. Und dazu freuen wir uns sehr, dass wir Pfarrer Franz Meurer gewinnen konnten, der heute unser Referent ist. Meine Kollegin Miriam Dierenbach-Kloye wird gleich noch mehr zum Thema und zu unserem heutigen Referenten sagen. Ganz besonders begrüßen möchte ich natürlich meine Kolleginnen und Kollegen aus der Vorbereitungsgruppe. Das ist einmal Herr Jansson und Herr Branzen und Frau Miriam Dierenbach-Kloye aus dem Dezernat Seelsorge und Frau Friedrich vom DICV Mainz. Auch begrüßen möchte ich Herrn Wagner Erlekamp, stellvertretender Dezernent des Dezernats Seelsorge, der heute auch bei uns ist. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Und nun übergebe ich gerne an meine Kollegin. Ich will heute eine andere Kirche gestalten. So formulierte es unser Bischof Peter Kohlgraf gestern in seiner Stellungnahme zur EVV-Studie. Und dass er dabei anlässlich des intensiv beleuchteten Umgangs mit Missbrauch in unserer Kirche spricht und doch gleichzeitig noch viel umfänglicher das Bild einer Kirche beschreibt, die Menschen in einer veränderten, in einer neuartigen Haltung gegenübertreten will, die mit ihnen Leben teilen will. Das wird aus seinem Statement deutlich. Er beschreibt eine Kirche, in der Menschen ihre Verantwortung ernst nehmen für das Kirchesein. Und zwar jeder an seinem Platz, jede in ihrer Funktion und Rolle. Er beschreibt eine Kirche, die nicht einzelne Personen, etwa Geweihte, auf ein Podest der Unantastbarkeit stellt, sondern in der sich Engagierte auf Augenhöhe begegnen. Eine Kirche, in der auch Macht zum Thema gemacht wird und gerade Schwächeren gegenüber und die dadurch wirksam Machtmissbrauch vorbeugen kann. Das alles, was unser Bischof beschreibt, sind Eckpunkte einer Kirche, die genau wahrnimmt, die hörend und sehend mit den Menschen, die an den vielen Orten unserer Kirche im Bistum leben, unterwegs ist, die ganz genau die Fragen und in besonderer Weise eben auch die Nöte von Menschen wahrnimmt und mit ihnen solidarisch und parteiergreifend unterwegs ist. Er beschreibt eine diakonische Kirche. Und zu dieser diakonischen Kirche sind wir in unserem Bistumsprozess Pastoraler Weg engagiert auf dem Weg. In jedem unserer 46 Pastoralräumen haben wir eine Projektgruppe Sozialpastoral gebildet. Zahlreiche Ehren- und hauptamtlich Engagierte sind in diesen Monaten intensiv gemeinsam unterwegs, in diesen Projektgruppen Sozialpastoral zu konzipieren und zu beschreiben, wie der diakonische Wesensvollzug von Kirche ganz konkret in der neuen Pfarrei gelebt werden kann. Ich freue mich, dass so viele von euch als Engagierte aus den Projektgruppen Sozialpastoral heute bei unserem Online-Austauschabend dabei sind. Und ganz besonders zeichnet sich dieses Unterwegssein in unserem Bistum hin zu einer immer diakonischeren Kirche durch den an vielen Orten gelebten, entschlossenen Schulterschluss zwischen Caritas und Seelsorge aus. Die sozialdiakonischen Tandems, die momentan in jedem Pastoralraum gebildet werden, werden ein wichtiger Motor für den diakonischen Entwicklungsweg sein
und noch qualitätsvollere Unterstützung für die Menschen, die diese Unterstützung brauchen, möglich machen. Wunderbar deswegen, dass heute Abend auch so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unseren Caritas-Verbänden anwesend sind, um ihre Perspektive einzubringen. Schön, dass ihr da seid. Seit dem vergangenen Sommer ist im Dezernat Seelsorge des Bischöflichen Ordinariates auch ein eigenes Referat für die diakonische Pastoral und Sozialpastoral eingerichtet worden. Diesem Referat darf ich als Fachreferentin vorstehen und gemeinsam mit dem noch zu benennenden Kollegen oder Kollegin aus dem Diözesan-Caritas-Verband die diakonische Kirchenentwicklung in unserem Bistum hilfreich unterstützen. Heute Abend wollen wir uns auf diesem zukunftsträchtigen Entwicklungsweg hin zu einer diakonischen Kirche wertvolle Impulse aus einem Ort außerhalb unseres Bistums holen. Und wir wandern dazu gedanklich nach Köln und zu unserem Gast und Referenten Pfarrer Franz Meurer. Franz Meurer, Jahrgang 1951, ist katholischer Priester im Erzbistum Köln. Nach verschiedenen Stationen, unter anderem in der Jugendseelsorge, ist er seit 1992 Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Theodor und St. Elisabeth in den Stadtteilen Höhenberg und Pfingst, kurz Höwi genannt. Bei diesen Kölner Stadtteilen handelt es sich um soziale Brennpunktviertel. Von den rund 23.000 dort lebenden Menschen erhalten knapp 4.000 von ihnen Sozialhilfe. Jeder Dritte ist Ausländer. In ihrem Viertel leben und gestalten Pfarrer Franz Meurer und mit ihm zahlreiche Engagierte eine Kirche, die mit wachen Augen für die Themen, die Fragen, die Freuden, Hoffnungen und ganz besonders sensibel auch für die vielfältigen Nöte der dort lebenden Menschen unterwegs ist. Eine Kirche, in der Menschen guten Willens, ob mit oder ohne Kirchenzugehörigkeit, miteinander und umeinander sorgend Leben teilen. Von einer Kleiderkammer über eine Essensausgabe bis zu einer Ferienfreizeit für über 500 Kinder, Höwiland genannt, auch davon wird uns Pfarrer Meurer noch berichten, stellen sie gemeinsam Fantastisches auf die Beine. Für sein herausragendes soziales Engagement wurde Franz Meurer mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er ist ein wichtiger und gern gesehener Gast in Presse, Rundfunk und Fernsehen, weil er was zu sagen hat und dabei kein Blatt vor den Mund nimmt. Heute Abend heißen wir ihn ganz herzlich in unserer Austauschrunde willkommen und freuen uns sehr darauf, von seinen Erfahrungen, wie es gelingen kann und was es braucht, um eine Pfarrei unter dem diakonischen Vorzeichen aufzustellen, zu erfahren und anschließend mit ihm und miteinander ins Gespräch zu kommen. Wie schön, lieber Pfarrer Franz Meurer, dass Sie heute Abend hier bei uns sind. Dafür bereits an dieser Stelle ein ganz herzliches Vergelt's Gott. Zitat: Als Scheich Abu Said, einer der berühmtesten islamischen Mystiker des 11. Jahrhunderts, einmal nach Tus kam, einer Stadt im Nordosten des heutigen Irans, strömten in Erwartung seiner Predigt so viele Gläubige in die Moschee, dass kein Platz mehr blieb. Gott möge mir vergeben, rief der Platzanweiser. Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Da schloss der Scheich die Versammlung, bevor sie begonnen hatte. Alles, was ich sagen wollte und sämtliche Propheten gesagt haben, hat der Platzanweiser bereits gesagt, gab er zur Erklärung, bevor er sich umwandte und die Stadt verließ. Zitat Ende. Diese kleine Geschichte steht auf der Rückseite des wunderbaren Buches von Navid Kermani mit dem langen Titel »Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt nach vorne kommen«. Wenn man so will, ist das die Zusammenfassung unseres Ansatzes. Ob wir einen Raum eröffnen, in dem die Menschen nach vorne kommen können. Eine unserer Überschriften lautet, wer es macht,
hat die Macht. Das heißt, es gibt 587 Schlüssel, man muss nirgendwo einen Schlüssel abholen. Das heißt, alle Gruppierungen, wir hatten vor kurzem Vergemeinderatsklausur, da hat eine Gruppe mal zusammengestellt, wie viele sind bei uns, 26 Gruppen, haben Verfügung über Geld, über Fahrzeuge, auch ist bei uns wichtig, weil die Leute haben ja oft kein eigenes Auto für einen Umzug oder was. Und ganz wichtig, Ökumene ist doppelt so gut und halb so teuer. Alles, was irgendwie geht, ist bei uns ökumenisch. Rein konfessionell könnten wir keine Kinderstadt mit über 600 Kindern sehen wir nachher am Schluss einen Film machen. Wir könnten kein Sternsingen machen. Es gäbe nicht die Familienwerkstatt mit über 100 Angeboten. Warum ist sie entstanden? Die Kirche spart wie die Kommune immer zuerst bei den Armen. In Köln gab es 4 Familienbildungsstätten. In Baiental, sehr wohlhabend. In der Agnespfarrei, 32 Euro pro Quadratmeter zurzeit, Altbau, Miete im Monat. In Deutz und in Kalk bei uns. Wo wurde sie bei den Sparmaßnahmen gestrichen? Natürlich bei uns. Statt 4 Hauptamtliche, die so eine Familienbildungsstätte unterhalten, haben wir jetzt das, was die Leute wollen. Das heißt, die Angebote, die die Leute wollen, sehr viel Väter-Kindersachen. Ja, Männer sind ja arme Schweine, wenn es eng wird und arm wird, hauen die ab, saufen und machen andere schreckliche Sachen. Die Frauen halten durch, die bleiben bei ihren Kindern, so ist es wenigstens bei uns. Das heißt, diese Familienwerkstatt, gibt es eine 520-Euro-Mitarbeiterin, die macht irgendwie das Ganze mit dem Computer oder so. Die evangelische Jugendleiterin, die ist ja unser Kaplan, die wohnt natürlich auch in der Kaplanei, macht mit unserem Pastoralreferenten mit, aber ganz, ganz viele Ehrenamtliche machen ein Programm, das also das Jahr über fortsetzt, was im Sommer unsere Kinderstadt darstellt. Wir müssen ja versuchen, gerade bei jungen Leuten anzukommen. Zum Beispiel am Sonntag ist Firmung. Wer macht die Firmenvorbereitung? Machen 8 junge Frauen, die älteste ist 32, 2 Ärztinnen, Erzieherinnen dabei. Wenn du denen sagen würdest, mach es so oder so, würden die sagen, weißt du was, du kannst das besser, mach doch deinen Kram alleine. Wie ist die Vorbereitung? Gibt ein Wochenende und dann gibt es 8 Tage eine Wohnwoche. Das heißt, die Firmanden wohnen zusammen. Um die Kirche rum, natürlich extra Zimmer zum Schlafen für Jungs und Mädchen. Im Pfarrsaal ist ein großes Wohnzimmer. Wenn es den Heiligen Geist gibt, ist er in der Woche beim Spülen, beim Toilettendienst, beim Putzen, bei den Ausflügen, alle müssen noch irgendwie kochen, ist er die Woche über dabei. Nach dem Motto von Therese von Avila, Gott begegnest du auch beim Spülen. Damals gab es keine Spülmaschine, heute hätte die wahrscheinlich gesagt, du begegnest ihm beim Putzen, wo auch immer. Das heißt, unsere Chance ist die Armut. Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als diakonisch zu sein. Wobei diakonisch nicht heißt karitativ, sondern diakonisch heißt auf Gegenseitigkeit. Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt nach vorne kommen. Wir fordern die Leute nicht auf, wir stellen den Raum. Zum Beispiel nachher in dem Film am Schluss, ich soll ja eine halbe Stunde reden und dann ist Schluss. In dem Film sehen Sie unseren evangelischen Pfarrer Wolke. Und der evangelische Pfarrer Wolke hat über 15 Jahre lang in der Kinderstadt für 900 Menschen die Toiletten alleine geputzt, sauber gehalten. Also 3 Toiletten waren, haben wir selber umgebaut und so weiter. Eines Abends kommt ein Ehepaar am Anfang eines Höfilandes und sagt, wisst ihr was, wir haben eine Putzfirma, eine Reinigungsfirma. Ab heute wird abends professionell geputzt. Das ist eigentlich unser Ansatz. Wenn jeder gibt, was er hat, werden alle satt. Das heißt, keine der Gruppierungen bei uns macht es so, wie ich es machen würde. Ich würde es immer anders machen. Aber das ist eigentlich unser Vorteil. Weil man kann es ja so und so und so machen. Nebenbei, ganz wichtig bei der Sache, scheint auf den ersten Blick mit diakonisch wenig zu tun zu haben, die Entscheidungen fällt der Gemeinderat. Keiner sonst. Ich doch nicht. Ich habe in 30 Jahren 3-mal was selbst entschieden. Kann ich ja ruhig mal erzählen, muss ja auch ein bisschen Unterhaltung dabei sein. Ich war 6 Wochen hier, da ruft einer an. Gabriel.
Ich war sechs Join Wochen. The meeting. Haben wir ein Problem, ne? Kam gerade irgendwas rein, join the meeting. Also, ich war sechs Wochen hier gegenüber so einem Hochhaus, das ist höher als unsere Kirche. Und da rief ein Mann an und sagte, wissen Sie was, ich habe eine Diskothek. Ich komme um 5 Uhr morgens nach Haus. Um 6 Uhr läutet Ihre Glocke. Ich sage, die Glocke hat zum letzten Mal geläutet. Das geht doch nicht. Wir sind doch nicht am Dorf. Zweitens, wir haben einen unglaublich guten Organisten. Der kam als junger Mann hier hin. Der hat noch vorhin Samstag zum Beispiel ein Musical gemacht mit einem der Kindergarten Bartimäus. Jetzt ist mit 2 Kindergärten das nächste. Der macht mit dem Jugendchor Musicals auch in Corona-Zeiten draußen Open Air. Die singen 1,5 Stunden auf Englisch live. Jedenfalls, wir hatten einen Chor von 1856. Der hat schon 50 Jahre bestanden, bevor er die erste Kapelle war. Die gingen dann über den Kirchweg nach Kalk, haben da gesungen. Und die waren gewohnt, in der Pause gibt es ein Fässchen Bier und danach gehen wir in die Wirtschaft. Und er brachte all die modernen Methoden, also irgendwie so lauter ausstoßen, Bewegungen machen, ja, keuschen und so weiter. Wer im Chor ist, der weiß, was ich meine. Und da haben die den gemobbt. Ich sag nichts, da kommt uns denn in die Tüte bei der Generalversammlung. Ihr kriegt einen anderen Organisten, ich besorge irgendwie das Geld. Aber ihr macht den Mann nicht kaputt. Und drittens, und das ist ganz selten, muss man auch mal was aus dem Bauch entscheiden. Ich habe gesagt, wenn der Mensch bei uns bei den Pfadfindern mitmacht, bin ich hier weg. 3 Monate später, erste Seite Express, Stadtanzeiger, Missbrauch nicht bei uns im Beruf. Das heißt, ganz, ganz selten, unglaublich selten, können Entscheidungen mal von einem, nicht vom Pastor, auch von Ihnen, Frau Dierenbach-Clay. Irgendwann müssen Sie mal sagen, so, das geht bei uns nicht, das akzeptiere ich nicht. Aber es ist ausgesprochen selten. Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil diakonisch heißt, alle Menschen zu ihrem Recht kommen lassen. Jetzt gucken wir mal auf ein ganz neues Buch, Spiegel Bestseller, Hartmut Rosa, Demokratie braucht Religion. Komischer Titel, war auf ersten Platz. Es geht aber nicht um Religion im engeren Sinn. Worum geht es eben? Hartmut Rosa, einer der großen Soziologen hier bei uns, ich muss mal gerade den Zettel nehmen, weil ich gleich auch noch was zitiere, hat ein Buch geschrieben über Resonanz, 800 Seiten, hat ein Buch geschrieben über Unverfügbarkeit, 700 Seiten. Er hat gesagt, bei den Salzburger Hochschulwochen, die Kirchen haben das gleiche Problem wie die Politik. Die Menschen spüren keine Resonanz. Was meint er damit? Er sagt, Resonanz bedeutet erstens, Anrufung. Ein Baby schreit, Mutter, Vater oder wer auch immer reagiert. Anrufung. Mir hört jemand zu. Ganz wichtig. Zweitens, wenn mir jemand zuhört, geschieht Selbstwirksamkeit. Dann fühle ich mich lebendig. Das kann man sogar messen. Man könnte jetzt bei Ihnen messen, ob es besser ist, dass ich aufhöre zu reden, aber man könnte an Ihrer Atemfrequenz oder irgendwie am Hautwiderstand feststellen, sie sind dabei oder sie sind weg. Drittens, wenn das passiert, wenn Selbstwirksamkeit da ist, dann entsteht ein Moment der Lebendigkeit. Er nennt es Transformation. In der Musik ist das ganz besonders spürbar. Und er sagt, diese Transformation entsteht, und deswegen der Titel Demokratie braucht Religion, durch Rituale. Durch die Sicherheit, miteinander umzugehen. Zum Beispiel bei uns nicht nur Rituale im Gottesdienst, sondern Höfi heißt, du gehörst dazu. Das ist ein Kunstwort, Höhenbergs Pfingst. Wer Höfi-Gruppenleiter ist, will in der Kinderstadt mitmachen, wird ganz intensiv ausgebildet. Wenn er einmal fehlt, ohne Attest vom Arzt, kann er nächstes Jahr wiederkommen, denn es geht um was. Er ist Vorbild der Kinder das ganze Jahr über. Und so verstehen die sich auch. Wir sind dafür da, um das zurückzugeben, wenn wir nachher auch hören, was wir bekommen haben. Und jetzt ganz wichtig bei Hartmut Rosa. All das ist unverfügbar. Man kann es nicht kaufen, man kann es nicht herstellen, man kann es nicht erzwingen. Und das ist die große Frage. Und das ist das entscheidende diakonische Prinzip.
Habe ich eine Nebenabsicht oder habe ich keine Nebenabsicht? Ich bringe mal ein Beispiel. Wir haben 17 Studentinnen und Studenten, die bei uns unentgeltlich wohnen. Das heißt, die zahlen nichts, die machen dafür 6 Stunden Sozialarbeit. Wenn man junge Menschen jenseits von 20 überhaupt interessieren will, muss man denen was bieten. Ich selber kenne die gar nicht näher. Wir haben jetzt nach 8 Jahren zum ersten Mal ein bisschen Presse gemacht, sondern die evangelische Jugendleiterin macht den Einsatz. Der Hildebrand, den sehen wir gleich in dem Film, der organisiert, was weiß ich, wenn der Hahn tropft oder was. Ich sorge nur für Geld, für Kohle. Wir müssen natürlich Wohnungen mieten und müssen gucken, dass wir die unterbringen. Aber, und jetzt kommt der eigentliche Kick, die sind absolut verlässlich. Wenn die Ausflüge machen mit den Kindern, machen die alles. Du musst sie um nichts kümmern. Die machen jede Woche Schlaufüchse, nennt sich das, also Nachhilfe, aber da kriegen die auch was zu essen. Ja? Da spielen die, da haben die endlich mal einen Raum, wo sie ja vorhanden sind, wo sie sich wohlfühlen können. Und die identifizieren sich in einer Form, die ist einfach mehr, als man erwarten kann. Die vertreten sich gegenseitig. Ja? Also wenn einer krank ist oder einer hat jetzt ein Erasmus-Stipendium ein halbes Jahr, die anderen machen dessen Job weiter. Wir haben, dann sagten die Ukraine, jetzt nehmen wir mal 2 ukrainische Studentinnen. Ja, wunderbar, die können alles übersetzen. Wir haben gerade jemand, Nummer 17, der kam vor 4,5 Jahren aus Syrien, hat jetzt einen Studienplatz in Zahnmedizin und macht bei uns, selbstverständlich, 6 Stunden Einsatz jede Woche. Aber da ist natürlich ein Mensch, ja, die anderen sind neidisch, dass es sowas gibt. Warum erzähle ich das? Unser Erzbistum hat ganz, 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 ganz viele Studentenwohnungen verkauft. Die Botschaft ist doch klar, ich will mit den Leuten keinen Kontakt haben. Ist doch normal. So, wir müssen aber das Signal geben, egal in welcher Altersstufe du bist. Du hast hier Macht. Wir haben 4 Prinzipien. Erstes Prinzip ist aufsuchende Gastfreundschaft. Das heißt, wenn ein Problem da ist, gehen wir auf das Problem zu. Wir warten nicht ab. Die Polizei kam, ist schon lange her. Ich glaube, 17 Jahre oder so. Wir haben ein riesiges Drogenproblem. Wir müssen was machen. Also mit den Nachbarn so. Wir hatten am Mittwoch drauf, hatten wir schon eine Drogenberaterin in unserem Kirchturm. Warum? Wenn ich sage Caritas, Rotes Kreuz, Diakonie, ich bezahle, ihr schickt einen, wer will. Ja, dann will jeder. Das heißt, ist doch klar, man muss das nur umdrehen. Man darf nie was von anderen erwarten. Bei uns ist doch ganz klar, du kriegst niemals 50 Euro, oder um einer alten Dame am Rollstuhl 2 Schwalbe-Reifen zu kaufen. Wir wissen, sind die allerbesten Reifen, die es gibt. 10 Millionen, um eine Kirche neu zu bauen, ist überhaupt kein Problem. Unsere Kirche ist neu gebaut worden. 1992 vom Erdbeben zerstört. Damals war hier im Rheinland ein Erdbeben, die ist nicht zusammengefallen, aber die waren am Krieg ganz schlecht zusammengebaut. Können Sie ja mal alles googeln, Höfiland, ja, im Internet, dann sehen Sie das. Lange Rede, kurzer Sinn, hätte ich mich durchsetzen können, wäre da Aldi, hinten hätten wir eine Lodesgrotte mit 7 Toiletten dahinter und wir hätten jeden Sonntag von Aldi den Parkplatz für Carbo-Sale, also für Flohmarkt. Wir hätten niemals ein Problem mit Finanzierung. Stattdessen kam aber was anderes Gutes. Unsere Kirche ist 890 Quadratmeter unterkellert. Das heißt, das, was bei jeder Kirchweihe gebetet wird, hier ist der Ort, wo die Armen Unterstützung bekommen, die Hungrigen happy, happy, ja, die Durstigen und so weiter, ist bei uns in echt. Ist kein Fake, ist performativ für Bildungsbürger gesagt. Das heißt, jeden Tag ist auch das Basement, so müssen wir das nennen, hat der Pfarrgemeinderat beschlossen. Man darf nie Keller sagen, also das Basement ist offen von Montags bis Freitags ab 8 Uhr. Die Kirche nur zu Gottesdiensten oder wenn die Leute runterkommen und sagen, ich will mal eine Kerze anmachen oder sonst was. Da ist eben nicht nur Kleiderkammer, wir haben auch jahrelang 3.000 Fahrräder pro Jahr verschenkt. Hoffen, dass jetzt auch wieder ganz viel kommt. Also die werden da repariert. Wir hatten ein kleines Problem. Der syrische Flüchtling, der das 5 Jahre lang gemacht hat, hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Und dann habe ich dem natürlich, also die hatte eine richtige Stelle besorgt. Ja, logisch. Bei uns war eben kein Normalverdienst. Das heißt,
was ich bisher erzählt habe, soll ja vor Augen führen, wenn man einen Raum schafft, in dem die Menschen Zugang haben, dann passiert das, was Diakonie meint. Dann ist nämlich ein Geschehen auf Augenhöhe Wirklichkeit. Ich finde nur eins ganz wichtig, und ich gucke auf die Uhr, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich finde wichtig zu sortieren, was Heinz Bude macht. Heinz Bude hat ja ein Buch geschrieben, Solidarität. Und ist ja ein großer Soziologe, auch Gesellschaft der Angst. Und Heinz Bude unterscheidet zwischen Empathie, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Solidarität. Empathie, sagt er, benutzen wir meistens falsch. Er sagt, Empathie heißt nur, ich kann mich in andere einfühlen. Auch der Folterer braucht Empathie, sonst kann er sein Ding nicht machen. Also wertneutral. Was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist die Kraft des Einzelnen, die Macht des Individuums. Ich hole hier mal ein kleines Beispiel. Wir gehen nach Hamburg-Schwanzbeck. Das ist die Familie Oetzer. Ich war da beim Evangelischen Kirchentag. Die Familie Oetzer hat eine Bäckerei. Der Herr Oetzer ist aber Motorradfan. Der ist meistens unterwegs, war auch weg, als ich da war. Und nehmen wir mal an, Sie sind eine reiche Frau. Sie sind eine arme Frau mit zwei Töchtern. Reiche Frau kommt in die Bäckerei Oetzer, bezahlt drei Brote, nimmt nur eins mit, Frau Oetzer, hängt an den Brothaken einen Zettel. Ne, zwei Zettel, so. Drei bezahlt, eins mit, zwei Zettel. Jetzt kommt die arme Mutter mit den zwei Kindern. Frau Oetzer, er ist ja weg, nimmt also vom Brothaken sofort einen Zettel, legt ihn hin und sagt dann, hören Sie mal, junge Frau, gucken Sie mal die Augen Ihrer Töchter, da sind doch Puddingteilchen drin zu sehen. Also vom Kuchenhaken. Und da sie eine lebenskluge Frau ist, sagt sie, wissen Sie was, nachmittags eine Tasse Kaffee, gegen Abend noch eine und vielleicht zum Abschluss eine dritte, dann sieht die ganze Welt schon anders aus. Also vom Kaffeehaken auch eins runter. Das hat dieses Ehepaar Oetzer erfunden. Wir haben das in einem Buch veröffentlicht, von wegen nichts zu machen, 100 Ideen zum Weltverbessern. Daraufhin haben mehrere, zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb, versucht, das nachzumachen. Das funktioniert aber nicht. Die haben mir von der Schwäbischen Alb dann die Artikel geschickt, da waren 7 oder 8 Bäckereien. Nein! Barmherzigkeit ist die Macht des Einzelnen. Sie können von Ihrem Barclay. Sie können Ihrer Nachbarin sagen, hast du einen Wunsch, die hat gerade Corona, soll ich dir was einkaufen, vielleicht auch ein Blümchen. Und der Herr Dera, der ist jetzt nicht mehr zu sehen, der sagt sich, ach, ich soll noch eine Woche lang Wasser trinken, vor Hunger tut man nicht. Und Wasser ist im Wasserkran, bloß da jetzt. Das heißt, man kann es oder man kann es nicht. Die Macht ist einzeln. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist die Aufgabe des Staates, der Kommune. Dem kann man sich immer nur ein bisschen annähern. Wäre ein eigenes Thema, was unsere Soziallehre dazu sagt, machen wir jetzt nicht. Was ist Solidarität? Sie sind ein drittes Schuljahr. Ich habe die erste Stunde. Ich komme rein und sage, hört mal, liebe Kinder, sagt mal, wer hat heute schon alles was für euch getan? Innerhalb von 3 Minuten haben die 30 zusammen. Mama hat geweckt, Papa hat gebrüllt. Die Lehrerin hat schon mal den Giftschrank mit den Aufgaben aufgemacht. Der Hausmeister hat das Tor geöffnet. Die Kinder sind ja schlau, die waren doch auf der Toilette. Die sagen, ja, einer hat bestimmt da in dem Werk einen Hebel umgemacht. Das ist auf Toilette und so weiter und so fort. Das heißt, Solidarität heißt nur, wir sind in Wirklichkeit unglaublich voneinander abhängig. Niemand ist eine Insel, keiner lebt für sich allein. Und wenn man etwas davon aufscheinen lässt, dann merkt man ziemlich schnell, fast alle Menschen sind bereit, eine Kleinigkeit dazu zu tun. Warum? Im Advent
hatten die Pfadfinder in Königsdorf bei Freschen, also in der Nähe von Köln, ein Adventsbazar in Zelten. Also Glühwein, Plätzchen, Adventskranz. Jetzt ganz wichtig, während die Eltern nicht hinschauen, ganz wichtig, sie trinken also Glühwein oder irgendwie, geht ein kleines Kind von fast 2 Jahren in das Zelt mit der Krippe und legt dem halbnackten Jesuskind ein Lappen über. Warum erzähle ich das? Weil diese winzige Geschichte deutlich macht, ach, da ist der Herr Dera, hallo, sie kam eben schlecht weg, aber nur als Typos. Weil diese kleine Geschichte verdeutlicht, was Michael Tomasello, Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung, in 25 Jahren erforscht hat. Was Osborne Edward Wilson, der ganz große amerikanische Biologe, sein Jahrhundertwerk, die Biologie des Menschen, ja, herausgefunden hat. In diesem Alter sind wir Menschen eusozial. Wir wollen teilen, wir sind altruistisch. Wir berichtigen die Fehler der Erwachsenen, wissen alle Mütter und Väter, machen wir im Spiel extra Fehler. Die Kinder merken das. Das heißt, wir sind im Grunde gut. Und zwar nicht, wie man sozialdarwinistisch dachte, bis vor 25, 30 Jahren, um den Eltern zu gefallen, also eine Anpassungsleistung. Nein, es hat sich über Jahrzehntausende genetisch in uns entwickelt. Und das ist das, was mir Hoffnung macht, dass wir das einfach wahrnehmen und das gegenseitig uns zur Aufgabe machen. Noch eine Kleinigkeit, bevor wir Kino machen. Als unser Kardinal Meissner vor 30 Jahren ungefähr nach Köln kam, hat er bei der ersten Priesterratssitzung, ich war dabei, gesagt, wir brauchen mehr Chorgeist. Wie hat der rheinische Protokollant Chorgeist geschrieben? Das ist eigentlich schon alles. Nicht Korpsgeistattacke, sondern Chorgeist wie Kirchenchor. Die Wahrheit ist symphonisch. Jeder tut seinen Beitrag dabei. Das ist eigentlich Diakonie. Füreinander einzutreten, einander zu helfen. Und wem das noch zu unwissenschaftlich ist, noch eine kurze Anmerkung. Der Professor Schölgen von der Uni Bonn hat jahrelang untersucht, warum sind in Rom die christlichen Gemeinden so schnell verbreitet worden. Ist ja unglaublich schnell. Man kann ja heute im Internetzeitalter, ich lebe zwar noch dialogisch, weiß aber, worum es geht, kann man natürlich anders als früher, musste man 100 Archive besuchen. Heute geht man ins Internet, da hat man das ganz schnell zusammen. Der hat also 4, 5 Jahre geforscht und auch seine Abschlussvorlesung dazu gehalten. Es gibt zwei Gründe. Der erste Grund, die Christen haben allen geholfen, ohne Ausnahme. In Rom war klar, der Pater Familias entscheidet alles, man kümmert sich um seine Familie, umsonst um keinen. Der Pater Familias, neueste Forschungen, hat natürlich entschieden, wer leben darf. Kinder, die ein bisschen schwächlich waren oder behindert aussahen, die wurden nicht nur ersäuft und erdrosselt, sie wurden auch eingemacht. Hier sind ja alles Erwachsene, kann man ja ruhig sagen, sie wurden auch eingemacht. Das war das Erste. Völlig außer der Reihe, die helfen allen. Zweitens, sie gingen nicht zum Fußball, nehme ich natürlich sofort zurück. Also sie gingen nicht in die Stadien, sie gingen nicht zu Brot und Spiele, sie gingen nicht zu den Gladiatorenkämpfen. Und das hat die Intellektuellen angezogen. Moment, Augenblick. Was machen die denn? Womit beschäftigen sich die denn? Und um mal ganz klar zu sagen, ich sage nichts zu der neuesten Studie bei euch in Mainz. Ich habe ja bei Bischof Lehmann, als er noch Professor war, studiert. Sehr streng, ja, aber gerecht. Es ist überhaupt keine Frage. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse müssten wir eigentlich nur noch auf heute anwenden. Die Wahrheit ist symphonisch. Niemand ist eine Insel oder wie Kardinal Kasper sagt, katholisch heißt, keiner weiß alles, niemand weiß nichts, jeder Beitrag zählt. Mein Lebensmotto, ob Kölsch, ist,
Nichts ist so schlecht, dass es nicht für Idiot ist. Muss ich übersetzen? Also nichts ist so schlecht, dass es nicht für etwas gut ist. Oder wer noch ein bisschen Roma haben will, Teresa von Avila, ob wir Gott lieben, wissen wir nie in unserem Leben ganz genau.